Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem Let's Play von The Architect Paris. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich jetzt hier mal einen Karrieremodus starten werde und einfach mal ein bisschen, ja, dieses Spiel probiere zu spielen und versuche hier ein nices Safe Game aufzubauen. The Architect Paris ist tatsächlich ein Game, wo ich schon, ja, sehr lange drum herum getigert bin. Das war sehr lange angekündigt und ja, schon in der Anfangsstadion gab es echt sehr nice Previews. Allerdings hat sich dann der Release mich herausgezögert und ich bin sehr froh, dass das Spiel jetzt auch tatsächlich veröffentlicht wurde und jetzt eben auch einen Karrieremodus mit beinhaltet, so wie das ursprünglich angeteasert war. Allerdings wurde das Spiel erstmal ohne diesen Karrieremodus veröffentlicht. Nun gibt es ihn aber und ich habe richtig Bock, hier reinzustarten und mit euch die Architect Paris anzuspielen. Okay, wir sind jetzt hier im Startbildschirm und das ist unser Intro. Der Pierre Le Penic ist ein Projektmanager, der uns hier willkommen heißt und wir werden erstmal jetzt für ihn arbeiten und er wird uns, glaube ich, ein bisschen den Anfang beibringen. Deswegen werden wir mal gucken. Also, wir sollen zuerst das Tutorial Builder auswählen, District 52, und dann den Pfeil. Ich mag auf jeden Fall dieses ganze Menü schon mal sehr. Ich finde, das sieht irgendwie sehr cool aus. Hier sehen wir unsere Projekte. Haben es ja das eine freigeschaltet. Hier wird es auch schon markiert. Das sind die Stats, die Frankreich angehen. Und was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich doch hier irgendwo rein starten. So. Distrikt 52. Wie geht es denn los? Ah, okay, hier muss ich das Projekt dann auswählen. Ich soll drei neue Buildings bauen und einen Park. Okay, here we go. Es geht los mit dem ersten Projekt. Und wir werden jetzt erstmal so ein bisschen hier reingeführt. Also. Ja, wir werden mal schauen, was abgeht. Welcome to the City View. Ich kann hier steuern. Das sollte alles klappen. Ist ja jetzt nichts besonders Ungewöhnliches. Ich soll hier drauf klicken, damit ich den richtigen Block finde. Und dann das Drawing Board öffnen, das sich hier befindet. Und dann geht es auch schon direkt los mit unserem ersten Block, den wir hier bearbeiten können. Okay. Ich soll jetzt nochmal. Okay, hier draufklicken, das wird nicht zu bearbeiten sein, sondern nur diese drei. Okay, let's try to build something. Und ich kann jetzt das Design auswählen, das ich gerne hier hätte. Und kann es sein, dass ich bisher nur diese zwei Optionen habe? Genauso sieht's aus. Dann werde ich zunächst einmal, glaube ich, diesen modernen Stil Embassy, wie es hier beschrieben steht, auswählen. Um hier einfach schon mal reinzustarten mit etwas ja, etwas anderem. Ja, ich glaube, dieser Hausmannsstil ist ja eigentlich eher das ist dieses typische französische. Und also beziehungsweise typisch in Paris speziell auch. Stattdessen werde ich jetzt genau das hier auswählen. Kann hier die Anzahl auswählen. Und auch hier. Enter. Okay. Ja. So. Okay. Ich kann es jetzt. Ich kann jetzt hier diese drei
Buildings machen. Ich glaube, ich sollte noch nicht jetzt hier den Floorplan ändern. Noch nicht. Dann werde ich auch hier. Okay, dann werde ich hier, glaube ich, mal 7 auswählen. 7. Und dann hier 5. Oder soll ich hier dann auch 6 oder 7? Vielleicht, wenn ich hier 7 auswähle. Oh, ja, das ist jetzt so eine Höhe. I like it. Das sieht cool aus. Aber ich glaube, hier werde ich dann auf die 5 gehen. Niedriger geht nicht, ne? Okay, 5 ist das Niedrigste, was geht, glaube. Ja, das gefällt mir. Das hat was. Okay, jetzt hier kann ich ein paar gleich aus. Hier. Muss ich mir jetzt alle angucken, damit. Nee. Will da noch irgendwas von mir? Okay, ich soll jetzt, glaube ich, auf die Parkbahn. So, das hier ist der Reiter für die Parks. Wir haben hier ein Funfair. Passt hier eh nicht rein. Oh, ach nee. Nein! Ich kann es nicht mehr. Naja. Ist gar nicht mal so schlecht, finde ich, oder? Es geht noch. Hätte mich schlimmer treffen können, glaube ich. Gut, dann werde ich hier drauf klicken. Und ich bin fertig. Erstes Projekt abgeschlossen. Ich habe tatsächlich vor, jetzt hier in Zukunft auch einige Timelapses einzubauen und auch ein bisschen schneller mit Progress zu kommen. Ich werde jetzt hier am Anfang nochmal alles so mitnehmen, was geht. Und dann einfach später schauen, dass ich wahrscheinlich dann den Progress ja, sehr viel schneller, also sehr viel schneller damit durchkomme. Aber jetzt zu Anfang will ich einfach nochmal mit den ganzen Einstiegssachen euch mitnehmen und euch ein bisschen zeigen, wie alles geht und ja, auch euch ja einfach da mit dabei haben, wie wir die hier die ersten Schritte machen. Ich kann jetzt Confirm drücken, bin dann fertig und kriege 10, was auch immer, Sterne. So, okay. Confirm und ich kann dann auf diese dieses Konzeptboard wieder zurückkehren. Ich habe bisher die Architect Paris auch nur grob angespielt in diesem Modus, der davor zur Verfügung war. Ganz am Anfang, als das rauskam. Ich war halt ein bisschen enttäuscht, dass viele der Features halt da noch gefehlt haben, auf die wir uns eigentlich alle gefreut hatten. Aber genau. Also deswegen bin ich jetzt auch noch nicht ganz der Profi. Let's go see Design Library. Okay, hier gibt es noch nicht viele. Bla bla bla. Okay, ich habe hier Bundles. Das ist cool. Ich kann mir die für diese Preise hier kaufen. Das ist das, was ich auch als Reward bekommen habe. Das finde ich ein nice Konzept. Ich muss mit der Maus scrollen. Naja, kein Bock. Und ich kann mir jetzt hier zuerst diese Middle School kaufen, die, glaube ich, halt tatsächlich kein Bundle ist, sondern also ist hier nur ein Ding dahinter versteckt. Hinter der Nachricht. Werde ich mir jetzt mal holen. Habe ich bekommen. Perfekt. Return to the Strategic Map. Also das Concept Board. Und ich glaube, ich bin damit schon entlassen. Oder? Es sieht so aus. Ich glaube, ich kann jetzt schon frei arbeiten ohne diesen Tutorial-Menschen. Und das ist natürlich cool. Und genau damit werden wir jetzt reinstarten in den nächsten Plot. In diesen nächsten Block, den wir haben. Und okay, wir werden wieder Tutorial haben. Das werden wir auf jeden Fall diese Folge noch spielen. Und ich glaube, dann werden wir auch mit diesem Tutorial dann die Folge abschließen. Und ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall ein bisschen bei den Anfang mitnehmen und euch auch zeigen, wie im Groben dieses Spiel funktioniert. Und dann würde mich freuen, wenn euch dieses Spiel auch genauso gefällt wie mir und ihr Bock habt zu sehen, wie ich Paris weiter aufbauen möchte. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass sich die Art der Folgen, dass ich auf jeden Fall plane, die Art der Folgen zu ändern. Dass es jetzt nicht so wirklich ja, dieses Let's Play ist, das wirklich, sag ich mal, sehr viel live basiert ist und ich wirklich euch auf jeden Schritt mitnehme. Ich werde auf jeden Fall viel mehr cutten und Timelapses und so einbauen. Das ist auf jeden Fall der Plan für die Zukunft. Aber yes. So.
Merge to. Achso, jetzt habe ich. Merge Tool, okay. Was ist das Merge Tool? Das Merge All. Merge, okay, here we go. Merge to. Ich habe keine Ahnung, wie das Wort ausspricht, sorry. Plots. Okay, ich sage. Zack, zack. Perfekt, haben wir. Ich brauchte gerade mal ein bisschen Moment, das irgendwie simultan zu übersetzen und dann irgendwie Deutsch, Schweizer zu denken und zu reden, ist tatsächlich eine kleine Herausforderung. So, und ich kann jetzt hier splitten, also Merge All habe ich jetzt gemacht und jetzt kann ich das so splitten, wie ich das gerne hätte. Wie hätte ich es denn gerne, ist die Frage. Ich würde, glaube ich, so eine Line. Kann ich weitermachen oder? Nein, kann ich nicht. Ey, ich will weitermachen mit dem. Ach man. Nee, das. Okay, ich kann hier jetzt noch. Oh. Okay. Also. Na, mit der Linie bin ich nicht zufrieden. Kann ich. Ich würde gerne wieder rückgängig machen. So. 10 Plots. Okay. Kriechen. Ich versuche hier jetzt erstmal eine Parallele zu ziehen. Das hier könnte ein Park sein. Also quasi einmal, dass man straight durchlaufen kann. Ich hoffe, dass es mit den Wegen funktioniert. So ungefähr stelle ich mir das vor. So, wir haben jetzt diese Middle School, die würde ich dann auch gerne benutzen. Und zwar gerne hier. Dort kann die hingebaut werden. Ich hätte hier gerne, glaube ich, einen rechten Winkel. Mir wird jetzt nur der kleine angezeigt. Ich glaube, das ist richtig. Hier kann ein Gebäude hin. Was ich hier mitmache, ist eine größere Frage. Ich glaube, deswegen werde ich das nicht machen. Sondern. Kann ich. Das funktioniert ganz, wie ich mir das vorstelle. Ich hätte jetzt gerne die Linie weg. Das kann ich machen mit diesem Merge-Tool. So, zack, zack. Okay, ich glaube, ich habe langsam den Dreh raus. So, wir brauchen noch 10. Wir haben jetzt erst 4 bzw. 5. Das heißt, hier müssen wir noch mal einiges. Ja, verändern. Ich glaube, ich habe das falsche Tool noch ausgewählt. Ah, okay. Let's go. So, dann lass uns hier mal einen kleinen Block hinmachen. Dann. Ja, das passt, dass es nicht ganz auf einer Ebene ist. Das finde ich gar nicht so schlimm. 90 Grad. Und nochmal 90 Grad. Und jetzt haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einer fehlt noch. Dann, ich glaube. Oh, hier. Let's try this. Oh, lass uns mal gucken, wie das Ganze funktioniert. So. Das ist. Das Informationsinterface. Hier werden wir. Informationen sehen. Cool. Ich glaube, das werde ich mir später auf jeden Fall noch mal ein bisschen häufiger angucken. Ich bin absolut noch nicht zufrieden. Ich werde erstmal so hier das hinbauen. Und zwar hätte ich das gerne 10 Level. Das könnte so eine Art Middle School sein. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich eine weiterführende Schule oder so sein würde, aber. Hey, der Weg ist an sich eigentlich auch not bad, so, to be honest. Kann man den. Oh, man kann sogar so. Oh, ich glaube, ich lasse das so. Dann mache ich keinen Park hier hin, sondern. Also, das war ja quasi geplant als Durchgang. Dann lasse ich das so, weil das hier sieht ziemlich cool aus. Oh, und das gibt es auch noch. Ja, mir hat das mehr gefallen. Wenn ich das so lasse. So, hier kommt dann. Wir werden jetzt hier erstmal bei diesen modernen bleiben. Wir haben noch nicht sehr viel Auswahl. Aber das ist fein.
Wir sind über dem Geld schon. Das haben wir ganz gemacht. Oh, jetzt kann ich übrigens niedriger machen. Ich glaube, das geht vorher, bin ich. Geht's. Sparen damit auch nochmal ein bisschen Cash. Dann werde ich das, glaube ich, erstmal machen. Und ich glaube, wenn wir hier die Gebäude ändern, werden wir auch nochmal ein bisschen Cash sparen. Deswegen. Okay, wieso ist das jetzt noch niedriger? Ach, habe ich das falsch ausgewählt? Ich habe das falsch auch noch ausgewählt gehabt. 3. Let's go. Und jetzt diese hier. Werden wir auch ändern. Ich weiß noch nicht zu was. Sollen wir hier noch einen Park hinbauen? Weil wir jetzt hier da keinen Park haben, werden wir Courtyard. Ja, I like it. Nee, das passt nicht. Ich bin hier in einem Oh. So Fußballfelder oder sowas. Gibt's auch. Das gab's nur noch nicht, als ich das gespielt habe. Maybe. Hat was? Oh, okay, das sieht fancy aus. Ja, das sieht fancy aus. Das werden wir nochmal lassen. Wir werden dieses jetzt auch zu diesen hier ändern. Und ich glaube, das hier nicht. Also das hier werde ich zu dem Hausmann ändern. So, die kommen auch. Ja, wir sagen hier. Ja, doch 5. Aber muss ich hier noch ändern. Das wird auch 4 sein. Und diese beiden mache ich in dem Stil und... Okay, das funktioniert nicht. Sorry, das funktioniert nicht. Dann muss ich auch hier leider mit diesen Dingern arbeiten. Und ich werde die niedriger machen. Dann haben wir hier so eine schöne Stufenfolge. I like it. Genau, wir haben hier diesen schönen Durchgang, den kleinen Plaza. Hier haben wir ein Gebäude für... Keine Ahnung, irgendwas Education stellen wir uns davor. Und dann können wir zur City View zurückkehren. Das war hier. Let's go. Und damit haben wir schon unsere beiden ersten Plots fertiggestellt in District 52. Haben hier ein bisschen was gelernt, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann tatsächlich in der nächsten Folge, die ich auch als erste Folge nummerieren werde, weil ich das jetzt, glaube ich, mehr als eine Tutorial-Einstiegsfolge sehe. Wie gesagt, ich hab als Plan einfach jetzt mal so für mich gedacht, dass ich ja, die kommenden Folgen auf jeden Fall komplett anders angehen werde und halt nicht so sehr auf diesen ja, Step-by-Step-Let's-Play-Aspekt eingehen werde, sondern auch nochmal einiges an extra Informationen, an Wissen und auch, wie auch immer, damit einfließen lassen. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt, wenn es dann in der ersten Folge so richtig losgeht. Hoffe ich mal, dass es so sein wird, und ich glaube, dass jetzt auch der größte Teil an Tutorial-mäßigen tatsächlich abgeschlossen ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall die nächsten Schritte hier nicht zu verpassen und zu sehen, was ich mir noch alles ausgedacht habe für dieses Projekt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und ja, ihr könnt auch gerne das Video mit einem Daumen bewerten, damit es auch anderen Leuten vorgeschlagen wird. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao, ciao!